Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Tacheles, meinem Format, wo ich einfach nur über ein gewisses Thema mal Tacheles sprechen will. Diesmal ist es die Edo-Hell, denn mit meinem Abstieg auf Diamond 5 bin ich jetzt offiziell in ihr drin, denn es gibt sie wirklich. Bevor wir jetzt aber groß anfangen, über Edo-Hell zu quatschen, müssen wir uns erstmal mit den Basics vertraut machen und dafür brauchen wir jetzt leider Mathe. Oh yeah, Mathe, geil, woo, Mathe! Ja, ja, ich weiß, Mathe findet ihr alle schlimm und Mathe ist ganz schrecklich. Ich fasse es allerdings ganz, ganz kurz und ihr werdet es auch alle verstehen, versprochen. Wir gehen von ganz normalen Silber 3 Spiel aus. Das heißt, der Durchschnittsspieler auf der Elo Silber 3 hat ein Skill-Level von Silber 3. Skill-Level und Elo sind nicht immer dasselbe. Im Gegnerteam gibt es 5 Spieler. Diese 5 Spieler haben jetzt alle das Skill-Level Silber 3. In deinem Team gibt es 4 Spieler und diese 4 Spieler haben ebenfalls das Skill-Level Silber 3. Das heißt, wenn du jetzt das Skill-Level, sagen wir, Silber 1 hast, bist du der beste Spieler und dein Team wird also gewinnen, weil du den Unterschied zum Guten machen kannst. Aber Johnny, ich habe immer lieber im Team. Da hast du natürlich vollkommen recht, lieber Maxwin. Ich habe in der Rechnung unglaublich viele Dinge vernachlässigt und eben auch, dass es sowas wie Lever gibt. Desto mehr Variablen wir einfügen, desto wahrscheinlicher wird es allerdings, dass es wirklich nicht vom Zufall abhängt. Und das möchte ich euch gerne zeigen, am Beispiel eben von Levern. Dann betrachten wir uns mal einen Lever. Sagen wir, jeder 5. Spieler hat Internetprobleme. Immer mal wieder. Das scheint für mich recht realistisch. Kann auch jeder 10. sein. Spielt eigentlich keine unbedingte Rolle. Wir müssen hier nur ein paar Zahlen annehmen. Also sagen wir, jeder 5. Spiel hat Internetprobleme und die treten bei, sagen wir, jedem 10. Spiel ein. Das bedeutet ganz konkret, dass wir eine Wahrscheinlichkeit von 1/5 bei jeder 5. Spieler und 1/10 bei 10% der Fällen oder bei jedem 10. Spiel haben, dass ein Spieler ein Lever ist. Das heißt auch, dass die Wahrscheinlichkeit für jeden Spieler, der in diesem Spiel ist, ein Lever zu sein, außer für dich selbst, 1/5 mal 1/10 ist. Jetzt ist es nur so, dass im Gegnerteam es ja so ist, dass 5 Spieler antreten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 1/50 plus 1/50 plus 1/50 plus 1/50 plus 1/50. Jetzt bei Wahrscheinlichkeiten dann bitte jetzt nicht hier anfangen und das multiplizieren, sondern es sind natürlich dann 5/50, was wiederum 1/10 ergibt, was wiederum 10% sind. Diese 10% heißen also, dass die Wahrscheinlichkeit 10% ist, dass im Gegnerteam ein Lever ist. Das würde heißen, in jedem 10. Game ist im Gegnerteam Lever. Das ist jetzt relativ hart. Wahrscheinlich hätten wir da eher so auf 1% rauskommen sollen, aber es ist eben nur ein Zahlenbeispiel. Was jetzt wichtig ist, ist das Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit in deinem Team. Denn wenn wir davon ausgehen, dass du keiner dieser dreckigen, internetlosen Lever ist, dann bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit in deinem Team 1/50 plus 1/50 plus 1/50 plus 1/50 plus 0 ist, weil du bist ja ein felsenfester Verfechter davon, dass dein Internet niemals ausfällt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit bei dir ist einfach 4/50. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass im Gegnerteam ein Lever ist, ist 10% und in deinem Team ist 8%. Das heißt, jedes Mal, wenn du hörst, oh, es gibt wieder Internetprobleme und Leute könnten liefen, gehst du ins Rank, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Lever im Gegnerteam ist, ist höher, als dass er bei dir ist. Das Ganze ist natürlich ein bisschen absurd und ihr sollt das bitte auch nicht so machen. Es soll euch nur verdeutlichen, dass Lever definitiv nicht das Problem dafür sind, dass ihr nicht aufsteigt. Aber Johnny, ich habe auch Feeder im Team. Muss ich das jetzt wirklich noch einmal vorrechnen? Weil bei Feedern ist es natürlich genau dasselbe. Wenn ihr kein Feeder seid, ist die Wahrscheinlichkeit im Gegnerteam wieder höher, einen Feeder zu haben, als bei euch. Ihr seid quasi der Ruhepuls des Ganzen. Das Einzige, wo ihr wirklich Angst vorhaben solltet, sind Booster und Smurfs, denn die Wahrscheinlichkeit, ein Booster oder Smurf zu haben, ist, wenn ihr selbst kein Booster oder Smurf seid, tatsächlich in eurem Team geringer als im Gegnerteam. Allerdings habe ich mal eine Twitter-Umfrage gemacht und euch gefragt, habt ihr gerne einen Smurf im Team? Und da haben alle gesagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, denn die sind toxic und die trollen und dementsprechend muss ich auch da sagen, das hält dich wahrscheinlich nicht zurück. Aber Johnny, du hast doch gesagt, dass die Idee wirklich gibt. Machst du jetzt Clickbait oder was? Nein, natürlich nicht, denn Clickbait wird es bei mir niemals geben, denn ich glaube wirklich, dass die Edo-Hell existiert, nur eben nicht mit dieser gängigen Argumentation und mit dieser gängigen Formulierung. Denn wirklich zu glauben, dass Feeder und Lever dazu führen, dass du nicht aufsteigst, ist kompletter Bullshit. Die Edo-Hell, die aus meiner Sicht viel eher existiert, ist eine viel mehr subjektive. Die tritt immer dann auf, wenn man in einer Elo ist, wo man selbst das Gefühl hat, die Lane öfter zu gewinnen, gleichzeitig trotzdem das Game zu verlieren und wo man auch das Gefühl hat, dass man in einer besseren Elo durchaus mithalten könnte. Das heißt, sie tritt meistens auch dann auf, wenn man von eigenem Skill-Level ganz nah schon an der tatsächlichen Elo ran ist, wo man eigentlich hingehört, wo man allerdings diesen Sprung nicht schafft, weil man die Games aus irgendwelchen Gründen nicht carryen kann. Und es gibt außerdem noch eine ganze Reihe an Spielern, die besonders prädestiniert dafür sind, tatsächlich von diesen Phänomenen betroffen zu sein.
Zum Beispiel Spieler, die sehr wenig spielen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel eines Würfels. Und du würfelst einen Würfel 20 Mal und hast du schon ziemlich wenig Hobbys, dann kann es durchaus passieren, dass du eine 1 10 Mal würfelst. Wenn du jetzt allerdings einen Würfel 9000 Mal würfelst oder over 9000, dann hast du überhaupt keine Hobbys mehr und dann spielst du wahrscheinlich auch kein League of Legends mehr. Aber dann wird es, nach dem Gesetz der großen Zahlen, so sein, dass die Zahlen 1 bis 6 ziemlich genau gleich oft gewürfelt werden. Das heißt, desto weniger du spielst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zufall tatsächlich Einfluss auf deine Performance hat. Das kann durchaus mal sein, dass du 10 Games verlierst, weil du den Feeder im Team hast, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Feeder im Team hast, ja eigentlich geringer ist. Spieler, die schon mal besser waren, Spieler, die gerade die Gold-Promo gemacht haben, neigen dazu, sehr negativ auf Silberspieler herunterzublicken. Ich meine dich, Niklas. Unverdient, schreit der Bob, der es eh nicht schafft. Für dich bin ich Gott, du für mich nur ein Low-Elo-Scrub. Wenn sie dann allerdings wegen Inaktivität oder einfach weil sie eine schlechte Phase haben, tatsächlich runterdroppen, neigen sie dazu, komplett auf die Mitspieler herunterzublicken, die schlechter zu behandeln und selbst auch schlechter zu spielen. Ebenso sind davon öfter Spieler betroffen, die regelmäßig gegen bessere Spieler spielen. Sei es, weil sie Freunde haben, mit denen sie dann Normal zocken, gegen gute Spieler spielen oder wie Turniere wie King of Spandau. Allerdings darf man hier halt nicht vergessen, dass die Einstellung eines Spielers ganz entscheidend ist. Wenn ich gegen einen Master-Spieler spiele, dann bin ich voll gepumpt mit Adrenalin, dann stehe ich da, blah, das Spiel werde ich gewinnen und der nimmt das vielleicht gerade ein bisschen lockerer. In Normals erst recht, wenn ihr in einem Normal-Game einen Diamond-Spieler über den Tisch zieht, dann heißt das nicht, dass ihr nach Platin gehört. Genauso wie wir nicht, wie wenn ich in 1v1 in King of Spannung gegen einen Master-Spieler gewinne, sagt das immer noch nicht aus, dass ich ein High-Diamond-Spieler sein sollte. Ebenfalls davon betroffen sind Spieler mit wenig Varianz in ihren Leistungen. Die sind normalerweise sehr angenehm im Team zu haben, weil das heißt einfach, dass ihre Leistung konstant ist, also dass sie wenig Schwankungen drin haben. Solche Spieler verlieren sehr selten die Lane, gewinnen sie allerdings auch sehr selten massiv. Und die haben natürlich Probleme. Das ist quasi genau das Gegenteil von diesen Riven und Yasuo Ignite Flash Toplane-Leuten. Die willst du aber nicht im Team haben, hört auf den Scheiß zu spielen! Aber die haben natürlich potenziell weniger Probleme, sich hochzucarryen, einfach weil sie, wenn sie gut spielen, meistens das Game auch gewinnen werden. So, das war jetzt super viel Blabla, allerdings kommen wir doch mal wieder auf den Punkt zurück. Denn diese Spieler denken ja, dass sie in der Elo-Hell gefangen sind, wie ich zum Beispiel auch von mir selber denke, weil sie öfter die Lane gewinnen, als sie sie verlieren, aber trotzdem mehr Games verlieren oder zumindest nicht mehr Games gewinnen, als sie verlieren. Woran liegt das denn? Und das bringt uns zum entscheidenden Punkt. Die Elo-Hell hat Einfluss auf uns. Auf dich und auch auf mich. Denn in dem Moment, wo wir uns selbst nicht mehr als Ausgangspunkt aller Ereignisse in diesem Spiel sehen, verändert sich unsere Einstellung und auch unsere Konzentration. Gleichzeitig führt diese Frustration dieser Niederlagen auch dazu, dass wir ein anderes, schlechteres Mindset bekommen. Wir werden ein schlechteres Teammate und, auch wenn sich das viele nicht eingestehen, wir werden toxic. Spieler in der Elo-Hell, wie du und ich, wir gewinnen wahrscheinlich wirklich mehr Lanes, als wir verlieren. Aber uns gelingt es nicht, unsere Mitspieler zu motivieren. Nein, viel eher stellen wir Fragen, what are you doing? Und das zieht auch Mitspieler runter. Wir neigen dazu, ein zu hohes Risiko einzugehen, weil wir glauben, dass wir es können und wir schmeißen vielleicht in Spielen Vorsprünge weg, wo man es hätte einfach sauber runterspielen können. Und in jedem Spiel, wo so ein Spieler, der in der Elo-Hell ist, sein Gegenüber direkt outperformt, steigt dieser Frustfaktor, wird der Geduldsfaden dünner und die Konzentration wird immer weniger. Und das ist eben das Problem, besonders wenn man mehrere Spiele hintereinander macht, wo das passiert. Ihr kennt das vielleicht im dritten oder vierten Spiel, wo sowas passiert, denkt ihr euch auch noch so, Table Flip und raus. Und raus ist auch das Stichwort. Denn wie kommt man aus dieser Elo-Hell denn jetzt raus? Und ich glaube, der erste Schritt, und das ist der wichtigste, ist zu akzeptieren, dass man in dieser subjektiven Elo-Hell drin steckt. Einfach mit dem Hashtag, wir sind Elo-Hell. Nicht wir sind Papst, sondern wir sind Elo-Hell. Schritt Nummer 2. Sei dir bewusst, dass jeder Kommentar, den du nach einem Missplay deines Mitspielers machst, jeder Fragezeichen-Ping oder jede gestellte Frage like what are you doing, dazu führt, dass dein Mitspieler nicht besser, sondern höchstwahrscheinlich schlechter spielt. Wenn dir das Risiko recht ist, dann mach ruhig weiter so, aber dann beschwer du dich nicht darüber, dass du in der Elo-Hell feststeckst. Schritt Nummer 3 und das ist der wichtigste. Sei dir bewusst, dass wenn du langfristig besser spielst als dein Gegenüber und du deine Mitspieler nicht behinderst, du aufsteigen wirst. Du brauchst nur Geduld und du musst aufpassen, dass deine eigene Performance nicht darunter leidet, dass du so frustriert bist. Denn die subjektive Elo-Hell, die existiert und eine ganze Menge Spieler, wie zum Beispiel im Moment auch ich, hängen in ihr fest. Aber das Schöne ist, dass man zum Ausbrechen aus der Elo-Hell nicht auf sein Team angewiesen ist, sondern dass das jeder für sich selber kann, denn die subjektive Elo-Hell beginnt in deinem Kopf. Und nicht dein Team hält dich zurück, sondern nur du dich selbst. Und erst wenn du das einsiehst, wird es auch besser werden.